Micro. Pöbeln ohne Publikum mit Torben und Arvid auf Boom FM. Es ist Mic-Drop-Zeit am Freitag, dem 13. Freitag, der gruseligste Tag des Jahres. Unsere Sendung hier bei Boom FM heißt heute Halbgar und Unverdaut, eure Gerüchteküche. Ich begrüße Torben Lehning. Und ich begrüße Arvid Liedtke, der mir gegenüber sitzt und gerade gesagt hat, Gerüchteküche stimmt ja gar nicht, Gerüchteköche, weil wir sind Arvid Halbgar und Torben Unverdaut. Und wir werden euch heute, sag ich mal, gerüchtetechnisch einiges um die Ohren hauen, weil uns halt, ja, also der reale Content komplett ausgegangen ist gegen Herbst. Also ich meine, es ist gerade so viel im Umbruch. Es ist gerade so viel im Umbruch in unserer beider Leben. Das werden wir vielleicht nachher nochmal in einem kleinen privaten Slot thematisieren. Ja. Auf jeden Fall, also auf diese Sendung hat sich ja wirklich kein Arsch vorbereitet. Also wenn man mal ehrlich ist. Also es gibt auch Dinge, die sind wichtiger als als Deutsch, diese Sendung. Rap-Deutschland. Ja, als Rap-Deutschland. Sowieso generell, muss man einfach sagen, ganz, ganz klar. Und von wegen auch noch Gerüchte, Küche oder halbgar und unverdaut. Ich habe gestern, das war wirklich richtig ekelhaft, ich habe meinen neuen Falafelladen bei mir. Hast du was Unverdautes gegessen? Ja, auf jeden Fall. Ich war nämlich in der Emserstraße, da wohne ich. Ja. Und da gibt es einen neuen Falafelladen. Ja. Und dieser neue Falafelladen, der da ist halt nie jemand drin und ich war mir bisher auch immer sehr, sehr sicher, dass das einfach nur ein Umschlagplatz ist, mehr nicht. Und jetzt, dann bin ich aber mal vorbeigelaufen und hatte riesen Hunger und dachte mir, ja okay, ich gucke mir das mal an. Auslage sah perfekt aus, ich habe mir gedacht, Mensch, das ist bestimmt ganz, ganz leckeres, falafeltechnisches, geiles Essen, was es da gibt, auch so mit allem möglichen Gemüse und so. Aber der Typ, der hat so lange gebraucht, um diesen Falafel zuzubereiten, hat dann irgendwann so dem Typen, der hinten im Raum stand, das war so eine Besenkammer, da sah es richtig schlimm aus und meinte dann so irgendwas von wegen Blablabla Falafel. So, dann hat er die Tür zugemacht, kam irgendwie 10 Minuten später wieder, hatte dann so 3 warme Falafel mit dabei. Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Und dann haben sie diesen Falafel für mich fertig zusammengerollt. Und in dem Moment, als er mir das Ding rübergibt, guckt er mich so grinsend an, so als hätte er da reingewichst oder sonst irgendwas und sagt so, ja, guten Appetit. So. Und ich wirklich, ich habe das mit nach Hause genommen. Es war der ekelhafteste. Also du hast ihn sogar gegessen dann? Ja, ich habe angefangen ihn zu essen, aber ich habe dann wirklich, er ist in der Tonne gelandet. Also ja, und jetzt auch Blähbauch. Geil. Ja, lass dir das eine Lehre sein. Läden, wo keiner drin sitzt, ist immer ein gutes Anzeichen dafür, dass man da nicht gut speisen kann. Das ist wahr, das ist wahr. Weitere Lebenslügen und Weisheiten bekommt ihr in dieser Sendung von uns zu hören. Und jetzt geht's weiter mit Verschwörungstheorien. Illuminate. Wir legen los mit Absol, mit einem Track Illuminate featuring Kendrick Lamar aus seinem 2012er Album Control Systems. Freitag der 13. Mic Drop auf Boom FM. Ich habe Flavor. Ich habe Swa. Das war der gute Jace. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so mein Semester ist jetzt gerade wieder losgegangen. Ich bin aus dem Zug hier ins Studio gestolpert, denn wir lieben Mic-Drop-Hörer, alle wisst, ich pendel immer schön nach Frankfurt-Oder, ich komme gerade vom Ostbahnhof. Das ist dieses Jet-Set-Leben, von dem Sie alle reden. Ich habe die Tracks vorbereitet, letztendlich hat Torben hier bravo-mäßig alles alleine vorbereitet. Bravo-mäßig, also, super gut vorbereitet. Fühl mich doch einfach mal durch die erste Stunde, ich weiß doch gar nicht, was wir heute vorhaben. Ja, was haben wir heute vor? Natürlich, 18.20 Uhr, die klassische Zeit, ganz Deutschland lässt alles stehen und liegen. Was? Rap-Gezwitscher? Das muss ich aber hören. Einschalten, Leute. Alle 2 Wochen einschalten. Rap-Gezwitscher. Danach geht's weiter. Und zwar, dann gibt's mal endlich wieder. Er ist wieder zurück. Er ist aus seinem Urlaub zurückgekehrt. Horst Fleischer. Horst Fleischer ist aus... Ich hab ja schon befürchtet, dass er tot sei. Nein. Er ist aus seiner 3-monatigen Kur aus den Pariser Bonlieus zurückgekehrt und hat einiges wieder an neuen Input mitgebracht. Ich habe nur vorhin gehört, es gab wohl ein paar Probleme mit der Regie bei der Aufnahme des Beitrages. Das werden wir nachher, also ich weiß jetzt auch nicht genau, was daraus geworden ist, aber wir können jetzt den Beitrag nachher anhören und bewerten, würde ich mal sagen. Ja, sehr schön. Dann gibt es natürlich noch einen kleinen Einspieler der Woche, diesmal mit unserem besten Freund Flizzy. Unser Wohlfühl-Flair hat sich mal wieder zum Einspieler der Woche hochgeschlafen und dann ist die erste Stunde auch schon rum. Und dann gibt es eine zweite Stunde und was da kommt, können wir uns vorstellen, aber das werden wir erst nachher verraten. Ja, manche, die aufmerksamen Hörer wissen das schon. Die ganz aufmerksamen Hörer, die Hörer, die um 18.20 Uhr alles stehen und liegen lassen, die ganze Kreuzzungen lahmlegen, weil sie sagen, Schatz, fahr mal kurz ran, Rap-Gezwitscher um 18.20 Uhr, Dicker. Ja. Also kommt gleich, Leute. Wir machen erstmal weiter mit Musik, oder? Ja, machen Gut. wir. Gut, wir hören einen neuen Track von Lackmann und zwar ist es das Intro aus seinem kommenden Album Fear of a Wack Planet erscheint heute.
Oh nee, da will ich sogar jetzt noch mal eine Sache zu sagen. Ja, sag mal. Und zwar, Böhmermann. Ja. Wir haben ihn schon öfter mal hier in der Sendung thematisiert, den alten Mann. Er hat jetzt den Lackmann so übertrieben hochgelobt. Und das passiert momentan überall. Also alle outen sich auf einmal als Lackmann-Fans, weil ich glaube, es ist so ein bisschen die Leute, die zeigen wollen, dass sie irgendwie cool sind und irgendwie noch mitkriegen, was im deutschen Hip-Hop abgeht, haben jetzt in Lackmann jemanden gefunden, der so ein bisschen unverfänglich ist. Das ist einer von den True Kids, der auch guten Rap macht, aber er macht jetzt keine irgendwie Lines, für die man sich schämen müsste, dass man sagt, den Künstler finde ich gut. Richtig. Und vor allem ist Lackmann schon Ewigkeiten dabei und deswegen... Jetzt plötzlich, ne? Jetzt springen alle auf den Zug mit auf. Die alte Hukure. Naja. Die alte Hukure. So, hier ist Lackmann mit Intro. Rap-Gezwitscher auf Boom FM. 18:20 Uhr! Deutschland schaltet die Radios an! Es geht los! Alles bleibt stehen und liegen. Alles bleibt stehen und liegen. Hier ist Rap-Gezwitscher bei eurem Lieblingsformat Mic Drop. Den Gehsteig herunterrollen. Richtig. Kein Problem. Wir sind da und erzählen euch, es gibt eine kleine Wettervorhersage. Geil. Also jetzt werden wir schon zum Meteorologen hier, oder was? Ja, doch, durchaus. Weil dunkle Wolken ziehen auf über Rap-Deutschland. Bushido. Feuer über Deutschland, könnte man fast sagen. Richtig. Bushido steht kurz davor, gedisst zu werden. Denn wir alle wissen... Farid Bang und Kollega bringen JBG 3 raus und es gab ja schon in der Vergangenheit so einige Quereleien zwischen Farid Bang und Bushido und jetzt hat sich Farid Bang nochmal geäußert und es scheint darauf hinauszulaufen, dass Bushido gedisst wird. Gibst du diesem Beef eine Chance? Kann das was Größeres werden? Glaubst du, dass die beiden das einfach nur bei einmal Facebook-Post, nochmal Facebook-Post und zwei Retweets belassen werden und dann ist alles in Ordnung? Naja, also JBG ist ja immer eine Ansage und wenn man die paar Singles, die jetzt rausgekommen sind, schon mal gehört hat, weiß man, da werden wieder einige Leute beleidigt und nichts anderes erwarte ich auch von Kollega und Farid Bang und irgendwie, ich sehe das ja schon jetzt, weiß nicht, seit vielen Jahren. Ich sehe mir das jetzt schon lange an. Ich sehe mir das jetzt schon seit JBG 1 und seit JBG 2 an. Ich bin ja irgendwie Fan, so ein bisschen voyeuristischer Fan von diesem Assitum und kann mir auch mit dem Schmunzeln diese Tracks von Farid und Kollege anhören. Also ich bin gespannt drauf, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ja, also auf jeden Fall, Farid Bang hat Kollege herausgefordert zu einem WoW-Duell. Soweit kann man schon mal gehen, also World of Warcraft, ja. Weil Bushido hatte sich ja mal irgendwie... geoutet als... Ja, WoW-Fan. Ja, und jetzt anscheinend Farid Bang auch. Scheint auch so ein Ding zu sein. Ich meine, ich glaube vielleicht, wenn das Album erstmal draußen ist, vielleicht sind dann auch alle Buddies, ne? Weil letztendlich Farid Bang und Flair wurden jetzt auch schon zweimal auf irgendwelchen Fotos zusammen gesehen. Also die sind jetzt auch, die haben auch das Kriegsbeil begraben und sind eigentlich Best Buddies, könnte man sagen. Ja, aber ich glaube, Flair muss auch irgendwo, der braucht irgendwie einen einzelnen Praktikanten, der einen Katalog führt, mit wem Flair gerade Beef hat und mit wem nicht. Das ist schwieriger als bei der türkischen Regierung. Also wirklich, der muss die ganze Zeit so, oh fuck, nein, wem dürfen wir jetzt noch was sagen? Wem dürfen wir nicht sagen? Noch ein paar Lehrer entsperren. Es ist ein bisschen schwierig. Ich habe dir heute Nachmittag einen Artikel geschickt, mit dem ich über den ich gerne mit dir reden wollen würde. Ja, du hast mir einen Artikel geschickt. Spit TV. Genau. Erzähl doch mal kurz, worum es in dem Artikel geht, wenn du es kannst. Ja, geht nicht. Und das ist vor allem das Hauptthema, glaube ich, weil das allergrößte Problem ist, spittv.de macht einfach den schlimmsten Rap-Journal. Also ich glaube, sie haben Rap.de und 16 Bars jetzt abgelöst. Spittv, wenn man versucht, eine Beef-Historie zu verfolgen und zu recherchieren, warum jetzt wer wen hatet, das ist so dermaßen kryptisch zusammengefasst, man versteht einfach nichts. Aber da muss man sagen, da ist Spittv tatsächlich so die Adresse, um wirklich so ein chronologisches Ding zu bekommen. Nur manchmal ist es halt echt schwierig geschrieben. Sie erklären halt einfach nicht, warum. Also da passieren halt immer so unzusammenhängende Dinge. Ja. Du hast mir den Artikel geschickt, da geht es um Sentino, da geht es um Tuni, da geht es um Farid Bang, da geht es um Flair. Abou-Chaka kommt auch mal drin Abou-Chaka vor. Abou-Chaka kommt auch drin vor. Ich saß, als du mir den geschickt hast, saß ich in der Vorlesung und hab den noch so nebenbei gelesen und wusste überhaupt nicht, was abgeht. Also mit einem Ohr bei der Vorlesung, mit dem anderen, mit dem Auge irgendwie auf dem Smartphone und dann ging es im einen Absatz um einen Kollege, im nächsten Absatz um Sentino. Ich bin da nicht mehr durchgeblickt. Ja, anstatt diese scheiß Spit-TV-Journalisten zu zitieren, sollten wir sie lieber in die Sendung herzitieren. Also so. Das wäre wahrscheinlich für uns erträglicher. Aber ich versuche es jetzt mal irgendwie auf den Punkt zu bringen. Also, Sentino hat ein Problem mit Flair, hat Flair gedisst und hat das Ganze in einer polnischen Sprache Videobotschaft an Flair gesandt. Flair hat anscheinend keine polnischen Freunde, deshalb musste er erstmal bei Twitter raushauen, dass er jetzt unbedingt einen polnischen Übersetzer braucht und findet dann über Twitter polnische Übersetzer. Das ist momentan der erste Beef, der erste
international ausgetragene Beef, wo die ganze Zeit nach Übersetzern gesucht wird. Ja. Also Leute, falls ihr deutsch-polnisch Übersetzer seid, jetzt das ist eure Chance. Also das ist jetzt auch recent, ne? Also es ist jetzt vor kurzem. Auf jeden Fall, es ist recent und ja. Ich denke mal, Flair wird sich auch freuen, wenn es da einfach jemanden gibt, der dann ihm einfach mal immer hilft. Also er scheint ja mehrere Probleme mit Polen zu haben, dann kann er sich ja vielleicht, auch mal so einen Dauerdolmetscher zulegen. Ja. Ist vielleicht ja nicht das Falscheste. Vor allem, wir sind ja auch Nachbarländer, ne? Also da gibt es ja einige Leute, die das machen können. Die also das Leute, machen können bewerbt müssen, euch, ja. Wendet euch an Flair an dieser Stelle auf Twitter. Der antwortet auch. Natürlich. Wohlfühl-Flair, der Problembär für Sprachfragen, sucht eure Hilfe, bitte meldet euch bei ihm. Und jetzt nochmal eine Sache, du hattest vorhin mir deine neuen Studiefächer vorgebietet. Ja, da war ein machen? Fach dabei, wo es Wörter, die man nicht übersetzen kann von einer Sprache in die anderen. Ja, das ist die sogenannte Lakunentheorie, da geht es um Ethnopsycholinguistik. Ja bitte, also wenn sich jemand mit Ethnopsycholinguistik auskennt, meldet euch bei Wohlfühl-Flair, das ist alles. Wir machen jetzt weiter mit Al Gooney und Craig Ignatz und ich habe mich ein bisschen aufgeregt bei allein dem Titel des Songs, weil Euder, das ist ja jetzt ein Wort, was wirklich einfach jeder auf einmal anfängt zu sagen. Das ist genauso wie Digger damals aus dem Hamburger naja, Hip-Hop. Das kommt halt letztendlich dadurch, dass die ganzen österreichischen Rapper jetzt hier auch sehr populär sind und dann sagt man halt Euder. Oh, und der Track ist auch schon aus dem letzten Jahr irgendwie. Ja, und der Track ist ja auch jetzt, gut. Das ist jetzt der Dexter-Remix. Also Dexter hat ihn jetzt geremixed. Mit einem neuen Beat. Deswegen habe ich ihn nochmal mit reingenommen, weil das ist echt ein verdammt geiler Beat. Ja, der Beat ist der Hammer. Der Track gefällt mir auch. Nur bitte hört auf, Euter zu sagen. Ende der Durchsage. Kratzt euch am Euter. Ich bin auch Hip-Hop, ey. Berliner Hip-Hop-Szene, ne? Ich mach's rund, ey. Bitches klar, ne? Und alle. Sind diese ganzen. Wie heißen denn die Idioten da? Ja, hier. Sido Bushido, ey, Mann, wir sind die Gangster, ey. Wir checken alle ab. Ja, und schön ist ein Rapper. Und schön wir machen deutsche Musik, ja, wir genau. machen Schlager. Genau. Mic Drop auf Boom FM. Ich kann nicht anders, als bei diesem Track einfach immer breitbeinig loszulaufen. Das ist wirklich der Punkt. Ja, hast du CEO mal live gesehen? Nee, leider also nein. Also CEO geht live auch sehr krass ab, auf jeden Fall, muss man sagen. Ja. Ja, da freuen sich alle. Hat er auch eine ganze Rasselbande mit am Start, wenn er auf der Bühne steht, oder kann er nee, das alleine? Geht. Das Ding ist, ich hab mich ja hier in der Sendung auch schon mal drüber aufgeregt, dass der, ich habe mich generell darüber aufgeregt über Rapper, die Schlagzeuger mit auf der Bühne haben. Das kann halt immer so und so gehen. Bei CEO geht es zum Beispiel sehr gut. Also es er passt, hat auch einen guten Drummer mit am Start, oder? Ja, ja. Und das passt halt auch zu diesen Boom-Bap-Beats, nicht so wie bei Lil Wayne, über den ich mich beschwert habe. Da passt auf diese synthetischen Beats passt das halt nicht so gut. Ja. Und CEO hat auch mal ein riesiges Bühnenbild so dabei, weil halt seine Cover sind ja auch immer sehr comicartig. So. Das war. Ja, das sieht man dann auch auf der Bühne. Halb Mensch, halb Nase. Richtig. Noch eine ganz kleine... Mit schon Diskothek, nur wegen Brusthaare. Barthaare. Barthaare, sorry. Barthaare, was Brusthaare? Ja, noch eine kleine Meldung nachgeschoben. Und ich glaube, wir sollten es bei dieser Mod vielleicht auch recht kurz belassen. Ja, dann hau mal raus. Ja, ich hau jetzt mal raus. Flair, Flizzy, will ja sein Album namens Flizzy jetzt gerade recorden. Ah echt? Das wusste ich nicht. Ja, das heißt auch Flizzy. Okay, krass. Geil. Ja. Und er hat ein Feature angefragt. Und da muss man jetzt, also ich meine, wir geben wirklich nicht oft Props raus an Flizzy, aber an dieser Stelle kann man mal sagen, social medial gut gemanagt der Herr, und zwar er hat Young Hearn, ja. Hat er nach einem Feature gefragt und der hat abgelehnt und das hat er direkt, nachdem Young Hearn abgesagt hat, immer schön als Tweet rausgehauen, damit auch niemand sich über ihn lustig machen kann, dass er eine Absage kassiert hat. Ich wollte auch gerade fragen, wie wurde das kommuniziert, aber natürlich hat er dann einfach die Absage über Twitter nochmal rausgehauen, oder was? Ja, genau das. Also wer Young Hearn in seinem Track haben will und das nicht funktioniert, ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr peinlich für Flizzy geworden, wenn das so im Nachgang irgendwo mal dann so herausgekommen wäre. Die Hashtags dazu, also hier, hab Young Hearn nach Feature gefragt und er hat abgelehnt. Punkt, Punkt, Punkt. Hard Knock Live, trotzdem bester Mann. Das ist ja respektvoll auf jeden Fall. Sehr respektvoll. Vor allem, man möchte doch eigentlich gar nicht denken, dass er sich mit Young Hearn auf einer Ebene sehen würde, oder? Ich wollte es gerade wieder erwähnen, ne? Also was ich hier auch schon mal gesagt habe. Flair im einen Jahr beschwert er sich über Cloud-Rapper und dass die keinen Inhalt haben und im nächsten Jahr will er Feature mit denen machen. Aber ich finde auch, es würde auch nicht zusammenpassen, glaube ich. Young Hearn und Flair, das würde nicht gut zusammenpassen. Also hat wahrscheinlich dann Young Hearn auch einfach so ein bisschen Quality Control gemacht und gesagt so, eigentlich... Ja, voll. Also er hat das ja auch nicht nötig.
Nee, und Flair vor allem, wie würde, ja, genau, und wie würde das denn aussehen? Also jetzt stell dir mal so ein Video vor, im Stile von Young Huren produziert, aber Flizzy ist mit dabei. Ja, Flair mit einem Buckethead auf dem Kopf. So diese wunderschönen Frauen immer und dann läuft da Flizzy rum. Ja, aber Flair ist ja ein bisschen sing-sang-mäßiger unterwegs mittlerweile. Also es könnte tatsächlich so gehen. Oh, apropos Sing-Sang, da habe ich nachher einen schönen Einspieler der Woche für dich. Geil, ich freue mich. Ja, wusstest du, dass Flair früher mal bei... Wie heißt das denn nochmal? Naja, wir verraten es euch nachher. Der wollte bei einer ganz tollen Chartshow mitmachen, der Mini-Playback-Show. Haben viele gemacht. Ich glaube, es entpuppt sich hier auch langsam hier zur Flair-Sendung. Ja, doch. Also vielleicht benennen wir sie auch einfach um. Ja, hier Flair-Drop. Sind Flair und Flair, die Flair-Küche. Flair-Drop. Es folgt Gucci Payne. Von Juicy J. Juicy Gay. Juicy J. Gay Gay. Young Hearn. Pöbel ohne Publikum. Gizmo. Mit anderen Worten, Sad Rap auf Französisch. Es geht darum, dass er seine Alte verlassen hat. Oh. Es ist alles sehr traurig. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Salut, salut. Je ne de baguette. Parce que. Ja, so ist du es. Au rang 1. Heißt das Ganze. Krass, Alter. Du kannst ja sogar Französisch. Ja, ich kann. Hätte ich gar nicht gedacht von dir, Torben. Französisch, aber es ist die einzige Sprache, die ich mal irgendwann gelernt habe. Ja, aber das ist auch schon längst. Ich, das ist echt tatsächlich. Aber dann ergänzen Geschichte. Wir uns ganz gut. Ich kann Spanisch. Perfekt. Ja, natürlich. Mensch. Perfekt. Perfetto. Perfetto. Das war Italienisch. ja, apropos Geschichte. Wir haben natürlich eine Person, die seit Jahren für Mic Drop im Geschichtsredaktionchen zuständig ist für die Beef-Historie. Und er ist wieder zurück. Juhu, der Opa ist wieder da. Horst Fleischer hat sich die Ehre gegeben und ist aus seiner Kur aus den Pariser Banlieues zurückgekehrt und hat sich einen Beef angenommen, der gar nicht mal so lange her ist. Kannst du dich noch an Alpagan versus Azad erinnern? Nein. Nein. Ja, war auch tatsächlich einfach so dermaßen uninteressant, dass es komplett untergegangen ist. Letzten Endes haben sich die beiden angepimmelt darüber, dass Alpagan 187er gedisst hat. Und das hat dem Azad nicht gefallen. Und der Azad hat die 187er in Schutz genommen. Die 187er haben sich komplett rausgehalten, haben nur mal so drunter geschrieben, so. Oh, jetzt haben wir aber Angst. Oh, Panik und Herzrhythmusstörungen so in die Richtung. So ging es bei Twitter, aber mehr geschah dann auch nicht. Und Alpagan und Azad haben sich so ein bisschen verrannt. Dann ging es natürlich auch mal wieder um den ewigen Zwist zwischen Kurden und Türken. Oha. Ja. Naja, diejenigen, die relevant sind, nämlich die 187ers gerade, halten sich einfach schön raus und legen die Beine hoch und zählen ihr Zaster. Und die Leute, die halt ein bisschen Publicity brauchen, ne, die keifen sich an. Das ist es halt. Und bringen andere mit ins Spiel, die erfolgreicher sind. Genau das. Und also warum, aber sowieso, dass Azad sich dann nochmal mit Alpagan beschäftigen musste, habe ich jetzt auch nicht so wirklich verstanden, weil also Alpagan, der hatte ja mal einen Top 10, dann einen Top 20 Hit und dann hat er jetzt mit seinem letzten Album ist er nur in die Top 30 gekommen. Ja. Über Alpagan, lass es bleiben. Alpagan. Ja, jetzt ist auch mal Schluss. Ja, ich würde sagen, wir hören uns mal das Statement vom Opa an. Ja, hier ist es. Mit Horst Fleischer. Na, ihr Milchbartfressen, habt ihr mich vermisst? Natürlich nicht, weil ihr nicht mal ansatzweise fähig seid, euch irgendwas länger zu behalten als ein in einem Glas voll Lean aufgezogener Goldfisch. Ist ja nicht so, dass ich etwas anderes von euch erwartet hätte, ihr Lachsnasen. Aber gut, wenn ihr es euch sowieso nicht behaltet, kann ich ja auch gleich den Grund für mein Fortbleiben droppen. Schon mal was von Zystitis gehört? Na, ich auch nicht. Aber ich war eine Woche lang häufiger auf dem Klo als ihr im Bilde. Danach ging's 3 Monate zur Erholungskur in die Pariser Banlieues. Und was soll ich sagen, seitdem fühle ich mich so lebendig wie ihr vor eurem ersten Crack-Abenteuer. So viel zu mir. Und jetzt zum peinlichsten Battle des Jahres 2016. Was zur Hölle in 3 Ortsnamen, a.k.a. California Indica, Jack Herra und White Haze, muss in einem Battle schief laufen, dass Jesus von den 187ern am Ende der Klügste im Raum ist? Fabella, Fabella. Dieses 187 auf Mallorca, nicht mehr im Gefängnis. Ha, wen geht's scheiße? Wer sitzt im Bau, hä? Genau, der Jesus. Azad vs. Alpagan. Das auditive, Social-Media-gestützte AA-Erlebnis stinkt länger, als man es verfolgen will. Egal, hier ein Abriss, der aus humoristischen Gründen in doppelter Wer hat sich denn dieses Hirngerinnsel ersonnen? Das mache ich nicht mit! Sorry, Horst, wir haben unsere Auflagen. Wir brauchen mehr Klicks und Follower. Ihr Ackerfurchen, seid doch auf Nase. Ich will doch nicht...
Sonst fragen wir Falk Schacht, der macht den Job für die Hälfte. Ach, Arschlecken. Hier ein Abriss des Beefs, der aus humoristischen Gründen in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wird. Albergang ist die Einsatzsiegner. Etwa wer? Who knows? Er kommt aus Berlin und hat noch keinen einzigen Top-Einsit. Dass wir uns überhaupt mit ihm befassen. Na gut, Charity statt Charts. Gunny, der Freizeitpark-Cowboy, rankt ahnlos auf Chaos und freut sich im Nachgang tierisch darüber, dass der alte Rap-Hase Azad so dumm ist und sich auf sein lyrisches Verbrechen bezieht. Die beiden schicken sich Wrestling-Videos zu, reden über Kurden und Türken und irgendwelche Gespräche damals auf dem Pausenhof. Auf genau jedem Vorschulpausenhof hätte das damals auch das Top-Thema werden können. Aber Albi und das Azad haben den Bogen so weit überspannt, dass sie sich am Ende nicht einmal mehr selbst für ihr Gezeter interessieren. Ganz groß ihre Instagram-Stories in 50 Producer. Ihr habt euch nackiger gemacht als ich bei meiner Werthauglichkeitsprüfung. Und ich kann euch sagen, in dem Satz zu euch beiden Testosteron-TikToks hab ich mich geschämt. Erbärmlich ist das! Na gut, die gerechte Strafe ist wie immer die selbstverschuldete Belanglosigkeit. Jesus und die 187er haben sich vorbildlich zurückgehalten, guckten sich das Scheitern der zwei Benimmakrobaten aus der Ferne an und stehen am Ende als die Klugen da. 187er, die Klugen! Danke, Horst, das war ganz klasse. Was immer deine Mutter mir ausrichten will, du Regielackaffe. Sie soll es nicht über Dritte und auch nicht über Snapchat machen. Ich hasse Snapchat! Das hätte es früher nicht gegeben. Mit Horst Fleischer. Ihn kann nichts verbiegen, so wie die Stahlträger des World Trade Centers. Okay. Was ist der nächste Agenda-Punkt auf unserer Agenda? Auf unserer Agenda. Mic Drop, Folge 29. In zwei Wochen werden wir 30, Torben. In zwei Wochen werden wir 30? Unsere Sendung wird 30. Da kommen ganz andere Aufgaben auf uns zu. Wir wandern dann allmählich schon Richtung Midlife-Crisis. Familie gründen, Kinder machen. Motorrad kaufen. Sich vielleicht einen bezahlten Job suchen. Motorrad kaufen. Motorradunfall haben. Ja. Dann nur noch Auto fahren. Querschnittsgelähmt. Oh Gott. Mit dem Rollator zur Arbeit. Oh Gott, nee. Es kommen viele Aufgaben auf uns zu. Aber es geht bei Flux. Wir haben ja hier einen schönen Lastenaufzug. Also das wird schon klappen. Schon barrierefrei auf jeden Fall. Kein Problem. Also zur Not ziehe ich dich auch hier hoch. Ach, ich bin derjenige. Ja, ja. Ich dachte, du bist es. Nee. Oder wir beide. Obwohl, ja, okay, nee, stimmt. Also ich glaube, du ziehst mich hoch, weil das ist ja immer so und ich ziehe dich runter, wie immer. Vom Niveau her. Ja, passt ganz gut. Im Lastenaufzug. Wir ziehen uns beide hoch, Brudi. Ja, machen wir. Und hier kommt Flizzy mit einem Statement, was ihm ausweist, dass er ein sehr kluger Mann ist. Der Einspieler der Woche. Sag mir einen kommerziellen Hit, den er hatte. Er hat keinen Song gehabt, der ein Hit war. Und du erzählst mir, er ist ein guter Rapper. Bevor Flair berühmt wurde, wollte er als Kind unbedingt bei der Mini-Playback-Show teilen, besuchte ein Gymnasium und war Patient in einer Psychiatrie. Gebildeter oder Intelligenz sind 12 Paar verschiedene Schuhe. Ich bin intelligent vielleicht, ich habe eine 30.000-Euro-Uhr, ich bin nicht der Dümmste. Micro. Pöbel ohne Publikum mit Torben und Arvid auf Boom FM. Das ist wirklich die beste Sendung, die wir jemals gemacht haben. Oh ja. Das kann man gar nicht anders sagen. Willkommen in der zweiten Stunde bei Mic Drop, der besten Sendung im Internet. Hier sind die fluiden Inhalte, von denen ihr euch so viel erhofft habt in den letzten durstigen Wochen, in denen ihr dachtet, Mensch, wann kommt denn endlich mal wieder eine Sendung Mic Drop raus? Mir gegenüber sitzt Arvid Liedtke. Und mir gegenüber sitzt Torben Lehning. Und heute ist Freitag der 13., was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, oder diese Sendung hängt vielleicht auch ein bisschen mit dem Freitag den 13. Das zusammen. Das klingt so scheiße. Ja, also. Aber man muss das ja auch nicht immer alles runterreden. Ne? Nee, wir machen ja. Wir sind doch Talkmaster. Wir sind ausgebildete Talkmaster. Ausgebildete Talkmaster. Wir sind zwar nicht gut vorbereitet heute und ich hatte auch einen stressigen Tag, du wahrscheinlich auch. Ja. Wird auch immer stressiger, habe ich das Gefühl. Ja, das wird nicht leichter mit meinem Alter. ja, also. Kann man nichts machen. Ja, also wir machen einfach weiter. So, womit denn? Sollten wir auf jeden Fall tun. Wir machen weiter. Und zwar, wir werden schön in der zweiten Stunde das Album der Woche präsentieren. Das hast du uns nämlich mitgebracht. Richtig. Und es ist, also eine Sache habe ich noch hinbekommen. Eine Sache hast du hinbekommen. Wenn der Arvid eine Sache kann, ne, dann ist das so eine Album-Review schreiben. Das schreibt er aber schneller, als andere Leute Hops sagen können. Hops. Und es gibt auch noch weiteres aus der Gerüchteküche. Und zwar ein ganz schön tolles Gerücht. Ja. Ja, du hast schon gerade auf deinen Sendeplan gelohnt. Ich weiß schon, was es ist, aber ich verrate es auch noch nicht. Ja, ja. Und am Ende der Sendung gibt es wie immer eine kleine Liste. So. Und jetzt machen wir weiter im Stile des NDR-Kulturmoderators. Diesmal darfst du. Hier ist der nächste Track von OG Kimo. Spannende Geschichte, der junge Mann. Hat tolle Tracks rausgebracht.
waren ein bisschen wenig. Es waren so zwei Tracks, die er jetzt in dem Jahr rausgebracht hat, irgendwie mit Video. Hat jetzt bei Chimperator unterschrieben. Nee. Also da werden wir in Zukunft von OG Kimo aus Mannheim noch einiges hören. Und hier ist er mit seinem neuen Song, der dann passend zum Signing gedroppt wurde, Kobe. Lieber OG Kimo, macht bitte kein Feature mit Weekend. Favela, dieses 187 auf Mallorca, nicht mehr im Gefängnis. Ha, wen geht's scheiße? Wer sitzt im Bau, hä? Zwei Männer, ein Mike und kein Benehmen. Mic Drop auf Boom FM. The Dog Pound. Man erkennt das auch immer daran. Das Dillinger und Corrupt. Man erkennt das auch immer. Man kann. Mikrofon. Oh. Fallen. Man kann immer daran erkennen, dass du einen Track gerade rund um die Uhr hörst, dass du das Ende mitsingst. Also, nein? Ich höre den gar nicht rund um die Uhr, aber der ist mir einfach so mal wieder in die Arme geflogen. Ist ja auch schon etwas älter, aus den 90ern irgendwann. Ist ein Classy. Anfang 90er, glaube ich sogar. Richtig krass. Ja, What Would You Do von The Dog Pound war das. Jetzt geht's hier erstmal weiter mit unserer wunderbaren Gerüchteküche. Und jemand, den wir hier auch noch nie so richtig besprochen haben, glaube ich, oder bestimmt, aber ab und zu mal, aber nicht so mal, oft. Ja, ist Eminem. Kam ja auch lange nichts von und ist, ja, genau, und ist die Gerüchteküche brodelt um Eminem. Er wurde jetzt vor kurzem mit 2 Chainz im Studio gesehen, also anscheinend soll er auch noch eine Single mit Pink in petto haben. Und es wird halt gemunkelt, ob am 17. November dann auch das nächste Eminem-Album erscheint. Der Gute hat auch seit 2013 kein neues Album mehr rausgebracht. Und ja, was sagst du dazu? Also Eminem macht immer noch das, macht immer noch die gleiche Scheiße, muss man, finde ich, muss ich jetzt einmal so zu sagen. Weil wenn ich hier höre, die Gerüchteküche brodelt und dann steht da, er macht eine Single mit Pink, die ja. Revenge heißt. Ja. Oh, Alter. Genau das. Und was ich mich auch bei der ganzen Sache frage, ist es, also ich meine, klar, Eminem steht eigentlich wie fast kein Zweiter dafür, dass es doch relativ wunderbar funktioniert, wenn Ami-Rapper sich mit Ami-Pop-Größen oder R&B-Größen paaren und dann da irgendwie was Neues draus speisen wollen. Im Deutschen funktioniert das überhaupt nicht. Warum? Aber funktioniert es im Englischen besser? Das Ding ist ja, die Songs, aber es ist einfach, da steckt mehr Geld hinter, ja. Sind größere Stars und wir als Deutsche haben jetzt auch nicht so den Bezug dazu. Also die sprechen nicht unsere Sprache. Ja. Wir haben vielleicht nochmal so diesen Schamgefühl-Faktor bei Lena und Genetik oder so, weil wir die ganzen medialen Auftritte halt von Lena kennen. Und Pink ist Pink. Da kommt nichts mehr. Das sind abgehalfterte Musiker, wo immer das Gleiche kommt. Na, ich weiß nicht. Eminem und Rihanna, so als ja. Die beiden zusammen was gemacht haben, das war nicht nur hier auf Platz 1, das war auch in den Staaten auf ja, Platz sicher, 1. Ja, sicher. Das ist ja auch Rihanna, das sind die größten Weltstars. Ja, natürlich. Ja. Aber so, da funktioniert es. Und in Deutschland kriegt man es deutschlandintern überhaupt nicht hin, dass da irgendjemand sagen würde, so, okay, das finde ich jetzt wirklich ist der neueste heiße Scheiß. Ja, gut, da hast du recht. Aber letztendlich, aus musikalischer Sicht muss man sagen, klingt das dann auch immer nur wie das, was Genetik und Lena gemacht haben, klingt das, was zum Beispiel Eminem mit Rihanna macht oder so, oder was er jetzt auch mit Pink machen wird höchstwahrscheinlich, klingt wie ein Song für, weiß nicht, Call of Duty. Also einfach so melancholisch, episch, aufgebauscht, kitschig. Ja, das ist wahr. Aber was man halt auch noch sagen könnte, eigentlich vielleicht geht der Trend in Deutschland ja jetzt auch mal allmählich in die Richtung, dass Rapper und Popsternchen sich zusammentun können und es wird was draus. Die Produkte sind zwar scheiße, aber wenn man jetzt an Pietro und K1 denkt, die haben ja einen Platz 1 gelandet, der nicht nur hier, sondern auch in Österreich und der Schweiz aber so dermaßen viral ging. Naja, ich meine, Impact und geldmäßig funktioniert das immer. Ja, man braucht halt einfach nur, es liegt halt einfach echt nur am Geld, ne? Ja. Mehr kann es nicht sein. Kapital, ich sag's dir. Ja, lieber Eminem, wir freuen uns auf dein neues Album. Hoffentlich kommt mal ein bisschen was Neues bei rum und bitte keine Feature-Parts. Ja, es ist so ein bisschen bei Eminem, naja, früher ein Genie, auch immer noch ein Genie, eine Legende, aber neuen Sachen. Kannst du alles knicken? Catcht mich nicht. Im Gegensatz dazu, die neuen Sachen von Chille und Abdi, da kann man sich richtig doll drauf freuen. Oh, und zwar ihr neues Album Diaspora. Da gibt es ja auch schon den Track dazu. Den haben wir auch schon mal hier in der Sendung gespielt, glaube ich. Einen anderen Track. Andere Single, ausgekoppelte Single. Das Video von Diaspora ist der absolute Hammer. Srebrenica wurde da gedreht. Ja. Ist ganz, ganz starkes Video. Macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Und jede Line sitzt einfach. Und es ist auch überhaupt nichts Diskutables dabei oder so, wo man sagen müsste, oh, da haben sie sich ein bisschen vergriffen oder so, es ist einfach so richtig rund. Fandst du, also ich fand es auch gut auf jeden Fall besser als diese Sachen, die ich davor gehört hatte, aber
Celo und Abdi auf Autotune, da muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja. Und der Part von Abdi war auch ein bisschen dürftig. Ich kann jetzt nichts mehr rezitieren, gerade was mich da gestört hat. Ja, nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich auf ein weiteres Celo Abdi Release. Und hier ist der Track Diaspora. Wir haben ein Pakt mit dem Teufel unterschrieben. Oh la la. Frag mich, wie dein Album ist. So la la. Das Album der Woche. Ja, wir haben schon oft in dieser Sendung darüber geredet. Schon sehr, sehr oft haben wir bei Mic Drop darüber geredet, dass jetzt von Sido und Savage ein Album rauskommt, beziehungsweise rausgekommen ist, und das ist der Royal Bunker. Und das hast du mir, lieber Arvid, mitgebracht, soweit ich weiß. Und ich würde jetzt mal gerne wissen, was kann man von diesem Album halten? Ja, also wir haben ja uns auch schon... haben wir beide in Nachsicht feststellen müssen, dass als wir die erste Single Royal Bunker besprochen haben, ganz schön dummdreist diese Single zerrissen haben und auch gleich das Album mit, obwohl wir nur diesen einen Track gehört hatten. Das ist wahr. Ja, wir hatten halt ein bisschen so eine Erwartungshaltung irgendwie. Ich habe es jetzt gehört, es ist jetzt vor 2 Wochen, als unsere letzte Sendung lief, ist es rausgekommen am 29. September. Und ja, also man muss... ja, man muss da irgendwie vorne anfangen, ne? Also das, wo die herkommen, was die geleistet haben und dass die zusammen im Royal Bunker standen und gebattle-rappt haben. Damals zum Beispiel hätte man sich, oder auch als diese ihre anfänglichen Erfolge hatten, konnte man sich gar nicht vorstellen, dass die beiden mal irgendwie ein Album zusammen machen werden. Aber man sieht letztendlich, wie deren Karrieren so verlaufen und die werden älter und machen ein bisschen mehr Musik für die Massen und dann passt es auf einmal. Also war es dann auch nicht, auf einmal nicht mehr so überraschend, dass sie plötzlich ein Collabo-Album machen. Aber trotzdem überraschender, als wenn es Bushido mit Sido ein Album macht. Ja, oh Gott, das würde ich mir aber auch wirklich nicht anhören wollen. Aber trotzdem, klar, die beiden sind sehr, sehr gegensätzliche Rapper. Wer hat so wo seinen Finisher-Move, beziehungsweise wo können die beiden sich voneinander abgrenzen? Naja, also Savage war ja schon immer, auch damals auch schon, derjenige, der halt, also der wurde ja, der heißt ja nicht umsonst King of Rap so, ne? Er ja, hat halt, ja. In der Zeit war er einfach technisch der Beste und auch heute immer noch setzt er halt viel auf technische Exzellenz. Und während Sido damals wie heute eher so den Fokus auf tragische, komische Stories mit Witz und witzigen Sprüchen setzt. So setzt es sich dann eben jetzt auch auf dem Album Royal Bunker zusammen. Allerdings merkt man halt, dass vor allem Sido, der jetzt auf einem Album mit Savage zu hören ist, sich auf jeden Fall an ihn anpasst und ja, auf technischer Ebene auf jeden Fall alles gibt jetzt. Du wirkst halt auf jeden Fall so ein bisschen geläuterter. Als wir zum ersten Mal den Royal Bunker gehört haben, hast du gesagt, ist scheiße. Wie ist das beim zweiten oder dritten Anhören? Ja, also genau. Also ich habe jetzt halt mal das Album so durchgehört und wir haben diese Royal Bunker Single zerrissen. Man muss sagen, wenn man sich jetzt das ganze Album angehört hat, ist das noch einer der besten Tracks. Okay. Und doch nicht so geläutert. Ging dann tatsächlich doch ins Ohr. Und ich habe ehrlich gesagt nicht viel von dem Album erwartet. Wie gesagt, diese Erwartungshaltung irgendwie. Aber ich war natürlich neugierig, was da jetzt kommt. Als ich dann die ersten paar Tracks gehört habe, so die ersten 5, war ich tatsächlich positiv überrascht. Und genau, diese Royal Bunker Single ging wieder auf einmal besser ins Ohr. Und wenn man zum Beispiel das Intro des Albums hört, könnte man meinen, dass man jetzt hier im Inbegriff ist, ein hartes Battle-Album zweier Berliner Battle-Rap-Größen zu hören. Das verläuft sich dann aber leider auf dem Rest des Albums. Denn selbst wenn sie prahlen und fronten, aber dabei keinen Namen nennen, passiert das halt die ganze Zeit. Ja. Es läuft so ein bisschen ins Leere. Es läuft so ein bisschen ins Leere und es passiert halt auf melancholisch kitschigen Beats. Und das habe ich nicht erwartet irgendwie. Vor allem, wenn man, wie gesagt, die ersten paar Tracks hört, das Intro, die sind schön hart und dann kommen aber so Tracks, wo du denkst, nein, warum? Ihr hättet hier ein geiles, hartes Album machen können. Natürlich, das ist jetzt meine Aussage so und meine subjektive Wahrnehmung irgendwie, aber ja, das war wahrscheinlich auch nicht deren Anspruch, die wollten halt auch irgendwie melancholische Tracks machen und ein bisschen deeper gehen, so als jetzt nur irgendwie harte Battle-Rap. Zu Savage passt das doch auch wirklich gar nicht, oder? Naja, doch, der hat auch in den letzten paar Jahren auch schon ein bisschen sanftere Töne, auch mit Xavier Naidoo halt auch schon angeschlagen, so, und von Sido kennt man das auch mittlerweile. Ja, also irgendwie habe ich es erwartet, dass solche Tracks kommen, zum Beispiel halt Neue Welt mit Lackmann, da habe ich mich echt gefragt, Lackmann, warum hast du den beiden nicht eine Schelle gegeben?
Ja, okay. Das hat mich so ein bisschen geärgert irgendwie. Du hast es kommen sehen, aber die beiden nicht. Nee. Und deshalb sollten wir vielleicht mal den ersten Track spielen. Genau. Noch dazu zu sagen auch, wer will gesungene Hooks von Savage hören, Alter? Naja, aber hier, das Intro fand ich sehr gut. Hier ist es, hast du nicht gesehen, von Sido und Savage. Wir haben einen Pakt mit dem Teufel unterschrieben. Oh la la. Frag mich, wie dein Album ist. So la la. Das Album der Woche. Nachdem wir uns jetzt in der ersten Mod so ein bisschen darin verrannt haben, zu sagen, ja, scheiße, wie wir müssen uns ja eigentlich dafür entschuldigen, so gut ist es nicht, aber vielleicht ist es doch ein bisschen besser. Vielleicht erstmal, worum geht's eigentlich in dem Album? Weil wir haben ja vorher auch schon gemutmaßt, ja, und hatten gesagt, so ja, unfassbar, zwei alte Väter sagen, ja, so war es früher. Wie ist es? Ja, also ja, es gibt zum Beispiel auch den Track, warte, wie heißt er? Alles bleibt beim Alten, alles beim Alten oder so. Und das ist es halt nicht. Also es ist halt viel zu lange her. Also das kann man so nicht sagen. Ne? Und ja, auch, also soundtechnisch muss ich sagen, ist es tatsächlich... Es ist halt Väter. Ja, genau. Es gibt ja auch den, der letzte Track heißt Leben geben, der tatsächlich ganz gut geworden ist, auch wenn es um Familie und so geht. Aber ja, auch was die Beats angeht, muss ich sagen, war ich dann überrascht, weil ich habe zu 100% damit gerechnet, dass irgendein Trap-Beat, irgendein Trap-Einfluss, ja, kommt. Ja. Das bleibt tatsächlich so ein bisschen aus. Also es wird sich auf so harte Boom-Bap-Beats konzentriert. Ab und zu hört man mal so eine 808, so ein 808-Bass, was so ein bisschen an Trap erinnert, aber das ist halt einfach nur zeitgemäß. Und ja, der Trap-Effekt bleibt da auf jeden Fall aus. Ansonsten geht es bei den beiden um Loyalität, Familie, Erfolg. Das ist auch ein echt ganz guter Track, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber da geht es um Erfolg und die damit einhergehende Erschöpfung und Selbstzweifel und dass man die ganze Zeit macht und alle sagen, es ist voll gut, aber man findet's halt, man ist halt Perfektionist und findet es selber noch nicht so gut. Solche Sachen. Und allerdings, ja, zwischendurch sorgen die beiden halt auch für haarsträubend unangenehme Fremdscham-Lines, Alter. Gib mal eine. Es gibt eine Hook, beziehungsweise so eine Nebenhook quasi von Sido, wo er auch so berlinerisch auspackt und er sagt, hab gar keine Probleme, denn was ich im Kopf nicht hab, hab ich im Penis. Ganz stark. Ja. Ganz, ganz stark. Also und davon gibt es so ein paar irgendwie, wo man zwar Savage irgendwie zuhört, wie er krass upflowt, aber dann immer wieder so Lines und so Wörter kommen, wo du denkst, was? Deine Mutter schlägt meine Mutter, was? Ja, okay, ja, vor allem, wenn es dann so Adlib-mäßig dazu, ja, kommt, ne, dann, ja, ist es, ja, auch immer ein bisschen schwierig. Ja. So, man, so Adlibs können ja wirklich den kompletten Track zerschießen. Ja. Naja, dein Urteil zu diesem Album. Ja, also wie schon gesagt, ich habe von Anfang an nicht so viel erwartet, weil ich auch Sido und Savage schon seit Jahren nicht mehr aktiv höre. Und auch beide nicht mehr besonders innovativ finde, aber ich kann mir vorstellen, dass es, wenn du halt Savage und Sido-Fan bist, dann findest du das auf jeden Fall gut. Ja. Vielleicht bin ich jetzt auch eigentlich der Falsche, um hier eine Review zu machen, weil ich halt so voreingenommen bin und halt, ich bin halt auch mit Sido und Savage, ja, aufgewachsen. Finde, darum geht es ja gerade. Also du als Experte hast ja jetzt hier mittlerweile, ja, schon einen kleinen Hörerkreis zusammengeschustert, die halt den Musikgeschmack haben, den du hast, weil schließlich spielen wir nichts anderes. Also von daher, so, ja, die werden ich meine, auch schon was auf dein Wort legen. Also ich habe Lutsch meinen Schwanz und Arschwick-Song mit 12 Jahren auf dem Skateboard gehört und darüber hinaus, ja. Jetzt willst du halt nicht mehr wissen, was Sido noch so im Penis hat. Ja, genau. Ja. Wenn er es im Kopf nicht hat. Ja, ja, ich habe auf jeden Fall beide früher gefeiert. Ich finde, das ist auch ein gelungenes Album tatsächlich. Dafür, dass die beiden jetzt, wo sie jetzt so auf ihrer Karriere stehen, ist es ein gutes Album für die beide. Für die beiden besser als jetzt, wie gesagt, ein Bushido- oder Bushido-Sido-Album. Ja. Und ja, dass die beiden mal ein Album machen werden, das war irgendwie absehbar. Und sagen wir mal so, es war interessant. Also es ist schön, dass es sowas im Jahre 2017 gibt. Ich werde es mir, glaube ich, nicht nochmal anhören. Aber ja, die Kids werden sich anhören. Nochmal eine Frage. Ja. Also vor allem, weil ich ja glaube, dass es vielleicht nicht unbedingt die Kids sind, sondern vor allem halt auch diese alten, eingefleischten Fans, die sagen so, ja, habe ich schon immer gehört und will ich jetzt nochmal weiterhören. Vergleich Beginner und Sido und Savage mit Royal Bunker. Oh, schön, dass du das einwirfst, weil, jetzt komme ich wie so ein richtiger Hassbürger rüber. Hau raus. Ich merkte halt immer irgendwie, ich habe mich auch, als das Beginner-Album rauskam, mit Leuten unterhalten und das war halt so, ja, so Fans, die Ja und Amen zu allem sagen. Also die nicht einfach mal sagen können, ja gut, also wenn die das gut finden, ist ja okay, aber die halt nicht sehen,
wie sich das von früher zu heute unterscheidet und merken, wie corny das geworden ist. Ja, teilweise. Aber das sind ja doch auch vielleicht Menschen, die selber ein bisschen leugnen wollen, dass sie sich auch verändert haben. Also gerade so dieses so, ne, man möchte eigentlich eher, also hier bleibt alles so, wie es ist und ist es auch immer gewesen. Die Beginner waren gut, also sind sie jetzt auch noch gut. Ja, genau, ja. Das so. Und es kann sich ja gar nicht verändert haben, weil sonst wäre man ja selbst nur der einzige Punkt, der noch stehen geblieben ist und die Welt hätte sich weitergedreht und die eigenen Stars wären schlechter geworden. Wobei ich das hier nicht so als Vergleich stehen lassen will, denn bei den Beginnern ist es nochmal eine andere Geschichte, für mich jedenfalls, als bei Sido und Savas, denn die beiden können immer noch rappen, sind zwei der besten Rapper Deutschlands. Ja genau, und die könnten halt auch noch jetzt nochmal selbst ein eigenes Solo-Album aufnehmen und es wäre nicht peinlich und es wäre nicht so schlimm, als wenn Benjo sagen würde, ja, jetzt mache ich aber auch nochmal. Ja genau. Ja. Oder ich komme rein, jetzt bin ich im Raum drin. Ja, wir sind draußen, jedenfalls aus dieser Mod und zeigen euch jetzt nochmal den allerletzten Track. Unterschied heißt der. Unterschied von Savas und Sido. Royal Bunker. Ist okay, auf was für Opfer ihr euer Label, eure Karriere, eure Autos, eure Läden, eure Uhren, eure Klamotten, euer ganzes Geld aufgebaut habt. Beleidigen, dissen, erpressen, unterdrücken. Aber kommt es zu dem Punkt, wo diese Masche aufgewiegt werden soll gegen Mann sein und nicht Mann sein? Dann darf keiner von denen seinen Mund aufmachen mir gegenüber. Riechst du das? Ich bin ein Mann. Mic Drop auf Boom FM. Probleme mit dem Sendeplan sind bei Mic Drop in dieser Sendung gar kein Problem für den Moderator Arvid Liedtke. Nein, Probleme sind keine Probleme. Also das kriegt ihr ja auch alles gar nicht mit, ne? Wenn wir hier wenn die Musik läuft und wir hier irgendwie uns wundern, warum plötzlich Songs laufen, die wir schon vorletzte Woche hatten. Naja. Kriegen Anrufe, in denen uns irgendwelche Krankheiten diagnostiziert werden. Ist Wahnsinn. Wir hatten ja schon alles, Freunde. Hier sind Leute mit brennenden Haaren durchs Studio gerannt, wirklich. Ja, wir teilen uns nämlich das Studio auch mit den Filmstudios Babelsberg. Wir sind nämlich eigentlich in Babelsberg. Und hier und den Akrobaten der Waldorfschule Zwinki. fliegen dann immer so Leute in brennenden Anzügen. So Stuntmänner fliegen hier mal so aus dem Fenster. Ab und zu passiert das. Gerüchteküche. Ja, manche Gerüchte. Das Thema unserer Sendung. Gerüchteküche. Manche Gerüchte lohnt es sich zu streuen. Ja. Weil es ist ja so. Und man macht sich dadurch ja besser. Das sind so wie eigentlich wie Lügen halt. Genau, ja. Genau. Also gut gemachte Lügen, die sich in vielen Lebenslagen lohnen. Ja, die das Leben schöner machen. Die das Leben auch in vielen Fällen einfacher machen können. Es sind quasi Lügen-Lifehacks. Ja. Lügen-Lifehacks. Und wir haben 5 davon zusammengestellt. Jeweils. Unsere Liste mal wieder. Fang du doch einfach an mit deinem Platz 5. Ja. Das Gerücht, was es sich lohnt zu streuen. Das erste Gerücht, was es sich lohnt zu streuen, ist immer mal wieder bei Freunden im Gespräch sagen, dass man so viel zu tun hat. Das ist ganz wichtig, weil dann häufiger man sagt, dass man so viel zu tun hat, desto eher kommt es auch dazu, dass die Leute denken, man hätte tatsächlich viel zu tun. Und dann ist es überhaupt nicht schlimm, wenn man abends mal absagt. Ja. Dann ist es auch überhaupt nicht schlimm, dass man abends sagt, so, oh ja, ich wollte unbedingt kommen, aber meine Arbeit, du weißt. Ja, so wie du, wenn man sich mit dir auf ein Bier trifft und du nach einem Bier nach Hause gehst. Richtig. Masterarbeit muss ich schreiben. Richtig, ich muss meine Masterarbeit schreiben. Wie ärgerlich. So, aber dann hast du recht. Ich habe tatsächlich bei Platz 5 auch geschrieben, ich muss lernen. Also das Schlimme ist ja, dass man teilweise, das mache ich mittlerweile nicht mehr so viel, ich sage einfach Leuten nicht mehr, dass ich lernen muss oder so, aber früher war das tatsächlich öfter so, dass man gesagt hat, ja, ich muss lernen und dann sitzt man zu Hause und prokrastiniert. Natürlich, lernen darf man immer. Serien. Da sagt auch keiner, oh nö, jetzt hier nicht, also das sagen nur die Leute, die dann halt wirklich cool sind, ne? Oder die wirklich wissen, dass man nicht lernt, aber sonst, also eigentlich ist es dann doch immer relativ akzeptiert, dass man das sagt. Die Leute, wenn die mit anderen Leuten sprechen, ach, der Arvid, der Torben, ne, die haben gerade einfach echt viel zu tun. Ja. Mein man mal in Ruhe lassen. Platz 4. Jeder kennt es. Wir alle kennen es von unseren Opas, die in Vietnam gekämpft haben. am besten körperliche Blessuren immer darauf zurückführen, dass man eine sehr lebensgefährliche, eine sehr lebensbedrohliche Lage erlebt hat. Und das kann man immer zu schönen, feinen Geschichten verpacken. Also manche Narben haben ja auch durchaus einen peinlichen Ursprung, keine Ahnung, bist hingefallen, weil du mit deinen Inlineskates einmal ohne Schoner gefahren bist oder so. Das kann man alles aufbauschen. Das kann man wirklich alles aufbauschen. Am besten würde ich sagen, so Eisscholle ist weg. Gebrochen, du bist im Eis eingebrochen, hast einen kleinen Küken das Leben gerettet, solche Sachen. Ja. Halt. Oder bist halt, hast einen Handtaschendieb am Kotti aufhalten wollen und hast dann da leider kurz das Messer so ein bisschen an die Augenbraue bekommen und dann, ja. Genau, da ist die Narbe. Da ist die Narbe. Ja. Bums aus, da ist damit keiner merkt, dass du aus einer schlagenden Verbindung kommst.
Das finde ich cool. Mein Platz 4, einfach immer sagen, dass man mit seinem Radiojob 400 Euro verdient im Monat. Ja, das stimmt, das ist auch kein Gerücht. Nee, das ist kein Gerücht. Und vor allem, das sorgt auch immer für sehr viel Mitleid, was man von anderen Menschen bekommt. Genau. Ja. Nur 400 Euro im Monat? Nur 400 Euro, was? Das ist doch viel zu wenig, davon kannst du überhaupt nicht leben. Nee, aber reißt euch doch den Arsch auf. Ja, warum macht ihr das denn? Liegt das vielleicht daran, dass ihr dann auch mal eine unvorbereitete Sendung raushaut? Nee. Weil ihr so demotiviert seid? Das kann nicht sein. So, die nächsten drei Plätze nach der nächsten Musik. Nach einer kurzen Werbung. Ein Spot, dann geht's weiter. Hier ist Marz und Witten Untouchable mit Triff mich erneut. Und ich finde den Song einfach mega gut. Richtig, mal wieder Lackmann am Start. Ja, hier ist er. Ja, wer bist du, wer du denkst? Ich bin Young Huan, a.k.a. Young Susie, a.k.a. Falco Süßgott, a.k.a. Donnerstadt's Loco-Boy 69, a.k.a. Nicey-Boy. Mic Drop auf Boom FM. Hier sind eure Nicey-Boys. Nicey-Boys. Auf Boom FM, Mic Drop. Die Sendung heißt Ungar und halb verdaut, die Gerüchteköche. Sie brodelt. Und wir stellen euch gerade unsere 5 Gerüchte vor, die es sich lohnt zu streuen. Und wir machen weiter. Lecker Gerüchte. Wir machen weiter mit deinem Platz 3. Ja, mein Platz 3. Ich mache das nur, weil ich mal sehr stark verletzt wurde. Das ist auf jeden Fall... I got my heart broken once. Und damit kannst du eigentlich jedwede Form der ekelhaften Anmachen gut machen. Du kannst alles im Umgang mit Frauen eigentlich letzten Endes... Boah, das klingt so eklig. Es klingt eklig natürlich, aber man darf auch ruhig sagen, wenn man sagt, dass man sehr stark verletzt wurde, dann gibt es eigentlich keine bösen Nachfragen. Du kannst das Verhalten darauf zurückführen. Frauen können das genauso. Also ist ja jetzt nicht so, ne? Ist jetzt nicht sexistisch gemeint. Nee, aber du kannst das ja vor allem so im Streit als Argument benutzen. Oder beziehungsweise damit einen Streit beenden. Genau. Und es sagt ja noch nicht mal, dass es nur unbedingt auf Beziehungen bezogen sein muss, sondern es kann ja auch genauso gut einfach, meine Eltern, ich bin früher richtig hart verletzt worden und plötzlich der Raum ist still, keiner traut sich mehr was zu sagen, du darfst deinen Wutanfall komplett ausleben, es ist eine gute Sache. Ja, das ist so der Freifahrtschein eigentlich, ne? Ja. So, ach Torben, du trinkst immer so viel Alkohol, ja, ich mach das nur, weil ich früher so verletzt wurde. Ich bin mal ganz doll verletzt worden. Ein Platz 3. Mein Platz 3. Ich glaube, ich werde krank. Das sage ich nicht, denn ich hasse Leute, die sowas sagen. Ja. Das ist ein Gerücht, das dann meistens wahr wird, denn das hat mit der Psyche zu tun. Das hat mit der Psyche zu tun, du kannst Leute. Ja doch Französisch. Das sage ich auch immer den Leuten, die... das ist letztendlich auch nur so ein scheiß Lückenfüller, weil man nicht weiß, was man sonst gerade in dem Moment sagen soll. Und dann sagt man, ich glaube, ich werde krank. Ja, und dann setzt sich dieser kleine Mann, der heißt, ich glaube, ich werde krank, in deinen Kopf und dann wird man auch krank. Ja. Also fickt euch alle. Fickt euch alle. Werdet gesund. Dein Platz 2 bitte. Und vor allem auch nicht immer so tun, als würde sich das dann so lange hinziehen. Wir haben beide gemeinsame Freunde, weiß ganz genau, was gemeint ist. Nico, wenn du zuhörst, reiß dich mal am Riemen. Reiß dich mal am Riemen. Ess Orangen. So, mein Platz 2 ist jetzt eher an unsere jüngeren Hörer. Die anderen Kinder in der Schule haben das auch. Ach so, ja. Also das war halt, also eigentlich immer das Allerbeste gewesen. Als Kind sagen, die anderen Kinder haben auch schon alle ein Smartphone, wenn man 6 ist. Oder denen sagen, die anderen Kinder haben auch schon alle die PlayStation 2, ich brauche das auch. Ja. Den Eltern halt einfach das Gefühl geben, dass sie richtig schlechte Eltern sind. Ja. Das kennt jedes Kind an der Supermarktkasse, aber es funktioniert noch in so viel mehr Lebenssituationen und Lebenslagen. Bitte macht's einfach. Ich habe auch immer gesagt einfach, meine Mutter hat gefragt, wie lange darf denn dein bester Freund so und so draußen bleiben, habe ich mir gesagt, halt bis 12, ne? Ja. Also keine Ahnung, wie alt wir da waren, bis 12 halt unter der Woche. Ja, natürlich. Und er hat das gleiche zu seinen Eltern gesagt, wie lange darf denn Arbeit draußen bleiben? Ja, bis 12, ist doch klar. Und dann war die Sache geritzt. Ja, und bei wem hat man dann immer geschlafen? Bei dem Freund. Ja, genau. Oder, eigentlich immer bei dem Freund, der die Chipstüten mit in die Schule bekommen hat. So bei dem, bei dem hat man die langen Nächte verbracht. Ja, oder wo die alleinerziehende Mutter einfach. Ja. Mein Platz... Ich bin dran. Dein Platz 2. Mein Platz 2. Kann ich gar nicht zügeln. Mein Platz 2 als Gerücht. Mit 26 höre ich auf zu rauchen. Habe ich, glaube ich, von 22 gesagt. Oder 23 bis jetzt vor kurzem gesagt. Ich bin jetzt 26 geworden im Sommer. Und ich habe nicht aufgehört zu rauchen. Ich habe immer gesagt, ich mache das so wie mein Bruder. Der hat auch mit 26 aufgehört zu rauchen. Das habe ich mir einfach so festgelegt als Punkt. So. Und jetzt irgendwie an meinem Geburtstag wusste ich so direkt,
Ja, das kann man ja so und so auslegen. Also ich bin ja noch jetzt ein Jahr lang 26. Also genau. Ich kann ja auch dann, wenn ich 27 werde, aufhören zu rauchen. Genau. Vor allem, hast du auch gerade so einen Knast? Also ich könnte auch richtig wieder eine rauchen. Ich habe richtig Bock. Machen wir auch gleich. Machen wir gleich, auf jeden Fall. Wir rauchen gleich schöne Zigarette durch. Boah, eine dicke Zigarette. Eine richtig, richtig dicke Zigarette. Leute, so. Mach das einfach immer. bitte immer dein Platz 1, Tom. Ja, noch eine Sache zum Rauchen. Ja. Und zwar bei mir ist auch so, dass ich habe immer gesagt, ich mache das, bis ich fertig bin mit dem Studium, ist jetzt auch vorbei. Also war immer so, vor allem das Ding ist ja, im Arbeitsleben raucht man ja noch viel mehr. Ja, das Leben wird ja auch nicht einfacher oder langsamer. Ja, aber ich meine, bis 27 kannst du es schaffen und dann kannst du ja eh aufhören. So. Ja, fliegst eh schon hoch in den Stern. Ich habe es jetzt hier gesagt, dann ist es jetzt quasi in Stein gemeißelt, dann muss es auch passieren. Wie alle Sachen, die wir in dieser Sendung sagen. Sie ist absolut in Stein gemeißelt. Platz 1 bei mir. Ja, also immer wenn eine Person ein Problem hat und sagt, oh ja, ich das und das würde ich mal total brauchen oder ich brauche eine Wohnung oder ich brauche einen Praktikumsplatz oder ich wollte schon immer mal einen zweiten Nintendo 64 Controller haben. Irgendwie sowas in die Richtung. Und dann sagt man, ich habe da einen Freund, ich frage den mal. Den Freund, den gibt's nicht. Das ist einfach nur, um demjenigen das Gefühl zu geben, man ist für ihn da. Ist für ihn da. Und das ist wirklich das billigste aller Gerüchte, dass man diesen Freund hat. Dass man diesen Freund hat, den man jederzeit irgendwie hervorheben kann. Und vor allem, es macht einen natürlich auch wahnsinnig interessant, ne, wenn du sagst. Also du hast ja den Freund, der kann dir auf jeden Fall eine Wohnung in Kreuzberg besorgen. Dann denkst du, oh krass. Und dann sagst du, oh, ich habe ihn gefragt, aber ist gerade irgendwie echt nichts zu machen. Ja, ein Platz richtiger 1. Fuckboy-Move. Ja, und deiner? Platz 1. Bald kommt mein Album. Das ist so, ne? Also man muss sich das mal angucken. Ich habe das bisher noch nicht gesagt, aber es ist mal eine Frage der Zeit, bis mein Album droppt, Leute. Jetzt habe ich gehört. Bald wird's kommen. Nee, aber so Leute wie Dr. Dre zum Beispiel, ne? Also die kündigen, wann war das? Alter, 2003, 2005 haben die gesagt, Detox kommt. Bald kommt's. So 2010 gab es dann nochmal so einen kurzen Zittermoment, wo alle dachten, oh, jetzt kommt's wirklich. Und dann kam es aber nie. Ja. Ja. Dann seht ihr mal, wie weit ihr damit gekommen seid, liebe Leute. Ich will Detox. Ja, und ich will, naja, dann ist halt weniger, dann hör auf zu rauchen. Ja, okay. Okay, das war's. Sind wir durch, oder was? Fände ich auch sehr lieb. Komm, wir stehen jetzt einfach auf und lassen es hier noch alles so laufen. Okay, gut. Jetzt. Tschüss. Tschüss. Aber nichtsdestotrotz, ich hab's durchgehalten. Und jetzt gibt's halt nur ein Ziel und das ist halt Zerstörung meiner Gegner. Mic Drop. Pöbeln ohne Publikum mit Torben und David auf Boom FM.